Ist das schon was, was bei dir eine gute Stimmung hervorruft? Ja, ich bräuchte einen Moment, aber ich wäre dann schon am Start. Irgendwann wärst du drin, okay. Diese Feel Good Music hat mich gerade tatsächlich so richtig in gute Laune versetzt. Aber wie macht Musik das eigentlich? Und können wir diese Kraft der Musik für uns auch im Alltag nutzen? Ich höre mich mal ein bisschen durch die Wissenschaft. I got all my friends. Ich liebe Musik. Und es geht bei mir morgens schon los. Ich stehe mit dem Radiowecker auf, käme sonst gar nicht aus dem Bett. Beim Zähneputzen im Bad fange ich schon an zu tanzen und spätestens nach dem ersten Kaffee werde ich auch mitsingen. Und so geht es den ganzen Tag, bis ich abends wieder singend unter der Dusche stehe. Ein Tag ohne Musik ist für mich irgendwie gar kein guter Tag, denn Musik weckt super viele Emotionen in uns. Und genau das möchte ich euch jetzt zeigen. Dafür treffe ich jetzt Markus Henrik, aka Dr. Pop, ein echter Doktor der Musikwissenschaften und Comedian. Er beschäftigt sich mit allen Arten von Musik und damit, wie Musik Emotionen in uns hervorrufen kann. Kasse 3. Die nächste bitte. Hallo. Hallo. Nehmen Sie Platz. Hi. Dr. Pop, du möchtest mich mit Musik bewegen. Mhm. Ich würde sagen, versuch's mal. Okay, ich habe ein bisschen was vorbereitet. Wir legen mal los. Dua Lipa, können wir auch mitklatschen? Ja. Yeah. Wie wär's damit? Ja, fühle ich auch. Aber das ist so die Dusche. Das okay, Dusche. Okay, ich merke kritisches Publikum. Dann nehme ich mal etwas, was ein Neurowissenschaftler vorschlägt. Er meinte, das sei der ultimative Song. Da würde man richtig gute Laune kriegen. Okay. Oh. Auch nicht, Lisa. Auch nicht. Das ist Queen. Ja. Funktioniert nicht so gut bei dir? Warum nicht? Das will so viel von mir. Die sagen mir ja schon, ich soll eine Good Time haben. Okay. Das ist mir zu doll. Ich möchte es eher so aus mir heraus spüren. Du willst es selber entscheiden. Ich möchte es selber entscheiden. Ja. Also das ist definitiv einer meiner Feel-Good-Songs. Habt ihr auch welche? Lasst mich mal dran teilhaben und schreibt uns eure Top 3 in die Kommentare. Und lasst uns gleich ein Abo da. Höre ich dann immer die Musik, die am besten zu meiner Stimmung passt? Das ist ganz unterschiedlich. Wenn wir uns aktivieren wollen, können wir positive, schnelle Musik hören. Wenn wir traurig sind, können wir aber auch traurige Musik hören, weil sie uns das Gefühl gibt, verstanden zu werden. Also wir können uns sehr gut bei Liebeskummer oder anderen Problemen mit Musik trösten, weil jemand vielleicht etwas zum Ausdruck bringt, was wir in dem Moment auch so empfinden. Und dann fühlen wir uns weniger allein. Bei manchen Liedern, da bekomme ich Gänsehaut. Willst du es mal probieren, ob du mir Gänsehaut verschaffen ja. kannst? Ja, okay, dann fangen wir an mit Luis Cabaldi. Oh nee, falscher Knopf. Oh no. Luis Cabaldi, wie wär's damit? Ist dir zu mainstreamig? Muss kurz hören. Okay. I'm good and I'm doing the summer, ja, doch. Bisschen? Schon. Aber auch so eine schöne, tiefe Stimme hat. Unser Körper reagiert auf Besonderheiten. Also es ist in der Forschung immer noch nicht so ganz klar, warum wir eine Gänsehaut bekommen beim Musikhören. Aber man weiß so viel, es ist immer eine Reaktion auf einen kleinen Ausnahmezustand. Also wir können auch Gänsehaut bekommen, wenn wir einen Horrorfilm uns ansehen. Und es ist so, dass bei einer Gänsehaut uns die Härchen sich aufstellen und dann wird die Luft eingeschlossen zwischen den Härchen und dann erwärmt sich unser Körper. Und dann sind wir imstande, höhere Leistung zu vollbringen. Aber man kann auch, weiß nicht, im Winter Adele hören und dadurch die Heizkosten senken. Das geht. Perfekt. Ja. Das brauchte ich als Tipp. Bitteschön. Wollt ihr euch auch mal so richtig entschlossen fühlen? Dann eignet sich dafür ein Song mit fetter Basslinie. In einer US-amerikanischen Studie wurde Studierenden ein Musikstück vorgespielt, einmal mit einer sehr dominanten Bassline und einmal mit reduzierter Bassline. Und dann wurde gefragt, wie entschlossen, dominant und kraftvoll fühlt ihr euch eigentlich? Und die Studierenden mit der fetten Bassline, die fühlten sich viel kraftvoller, viel entschlossener und viel dominanter. Warum ist das eigentlich so? Anscheinend assoziieren wir tiefe Töne immer noch sehr stark mit Autorität. Also es hat sich tatsächlich gezeigt,
Musik bewegt uns, auch mich, und lässt fast niemanden kalt. Und du wirst mir noch später erklären, welche Elemente Musik braucht, um mich zu bewegen. Ich will jetzt aber erstmal rausfinden, wie sie das überhaupt macht, und zwar im Gehirn. Kann ich das vielleicht mitnehmen? Du kannst mein Gehirn sehr gerne mitnehmen. Später. Bis dann. Ich bin auf dem Weg in eine Geigenbauwerkstatt in Berlin. Nicht etwa, weil ich selber Geige spielen kann, kann ich nämlich nicht. Aber Professor Kölsch, er hat Geige studiert, ist Psychologe und Neurowissenschaftler. Mit ihm schauen wir ins Gehirn. Wie wird aus Musik Emotion? Was passiert in meinem Gehirn? Oder in unserem, in deinem ja auch. Ja, darf ich mal? Unbedingt. Wenn wir Musik hören, dann finden die ersten Reaktionen hier auf die allerersten Verarbeitungsstufen im Gehirn statt, im sogenannten Hirnstamm. Das nenne ich auch das Vitalisierungssystem. Da kann uns zum Beispiel Musik direkt in die Beine gehen, kann unseren Herzschlag steigern, kann unsere Atmung ändern und kann uns so einen gewissen Kick geben, aus dem Bett rauszukommen. Oder auch auf der anderen Seite zur Ruhe zu kommen, zu entspannen. Ja? Das findet auf diesen allerersten Verarbeitungsstufen im Gehirn statt. Und dann gibt es als nächstes das sogenannte Spaß-, Schmerz- und Schmachtsystem im Gehirn, wo Musik zum Beispiel Gänsehaut hervorrufen kann, wo Musik einfach als, wenn es angenehm empfunden wird, Dopamin ausschütten kann und wo Musik auch Schmerzen stillen kann. Und dann gibt es ein System, das ist sozusagen, da gehen wir jetzt weiter hier hin, das nenne ich das Glückssystem im Gehirn. Das kommt ins Spiel, wenn wir mit anderen zusammen zum Beispiel Musik erleben, wenn wir gemeinsam im Chor singen oder gemeinsam im Club tanzen, wenn wir Gemeinschaft erleben. Und als letztes kommt das sogenannte, oder ich das nenne, das Unterbewusste ins Spiel. Musik kann zum Beispiel helfen, negative Gedankenschleifen, depressive Gedankenschleifen, entmutigende Gedanken abzuschalten. Dadurch, dass wir zum Beispiel ja, fröhlich klingende oder triumphal klingende oder positiv klingende Musik hören. Und so arbeiten diese vier Emotionssysteme natürlich ganz oft auch zusammen. Wenn wir Musik erleben und uns an Musik beteiligen, dann kommt es oft zu so einem emotionalen Feuerwerk. Wenn es keine Musik gäbe, wären wir dann emotionslos? Musik kann Emotionen verstärken, zum Beispiel im Film. Und Musik kann natürlich auch dazu führen, dass wir eben gemeinsam emotional schwingen. Dass wir Emotionen gemeinsam erleben. Und das ist etwas, was Emotionen auch besonders stark macht. Was unser Gehirn alles so macht, das ist schon verrückt. Dass tatsächlich vier Systeme zusammenarbeiten, um Musik mit Emotionen zu verknüpfen, das hat mich jetzt schon überrascht. Und Musik kann noch so viel mehr. Wir können Musik vielleicht zur Heilung einsetzen, Feel Good Music als Heilmittel sozusagen. Dazu später nochmal mehr. Und ich mache noch ein Selbstexperiment, ob Musik auch gegen Schmerzen hilft. Aber jetzt möchte ich erstmal herausfinden, welche Bausteine Musik eigentlich hat, um uns glücklich zu machen, zu beruhigen oder so richtig zu motivieren. Haben denn KomponistInnen oder ProduzentInnen so Mittelchen, um mit Musik genau eine Emotion hervorzurufen? Ja, also es ist so, dass wir auf Balladen alle relativ ähnlich reagieren. Es ist so, dass Balladen ja oft nicht so schnell sind. Die haben oft ein Tempo zwischen so 60 und 80 Beats per Minute, BPM. Und das erinnert uns übrigens an den Urzustand im Mutterbauch. Also ab dem 4., 5. Monat kann der Fötus Klänge wahrnehmen, kann er hören. Und wenn die Mutter im Ruhezustand ist, ja, dann ist das so ein Herzschlag zwischen 60 und 80 Beats per Minute, genauso schnell wie eine Ballade. Es sei denn, die Mutter war sehr häufig joggen, dann ist es ein bisschen anders. Aber das wissen Komponisten auch. Also die, wenn es was Romantisches, Ruhiges sein soll, ja, dann wird erstmal langsam gespielt. Schon besser jetzt? Ja, da kann man auch nichts machen. Okay. Schlägen die Minute. Genau, BPM. Ja, Beats per Minute. Genau, das ist so eine Maßeinheit, kennt man vielleicht aus dem Klavierunterricht. Da hat man so ein Metronom, also klack, klack, klack,
Klack. Dann gibt es zum Beispiel ein Tempo bei 60 BPM von 60 Schläge pro Minute. Also mit jeder Sekunde ein Schlag. Und wie kann ich die bestimmen? Muss ich jetzt bei der Minute immer mitzählen? Wenn du es aber für dich einsetzen willst im Alltag, kannst du auch sowas eingeben bei Playlisten. Also wenn du bei Spotify, Deezer oder was es da alles so gibt oder auch bei YouTube eingeben willst, Sportplaylist 130 BPM, dann würdest du Musik finden, die ungefähr so schnell ist wie Barbie Girl. Barbie, let's go party. So. Ich habe damit ein ganz anderes Problem, ja. Weil ich werde das jetzt als Ohrwurm den ganzen Tag in meinem Kopf haben. Das sind die Nebenwirkungen von Musik. Und wenn euch das auch so geht und ihr euch denkt, wie wird man denn diesen Ohrwurm wieder los? Ich teile nachher mal meinen Tipp mit euch. Und du kannst auch Musik für dich einsetzen, um so dein Tempo zu regulieren. Also ich gehe nicht so oft joggen, also wenn ich jetzt wieder einsteigen würde, wird das wahrscheinlich klug sein, so bei 120 Beats per Minute anzufangen. Also das wäre so ein gemächliches Tempo. Wenn man dann ein bisschen trainierter ist, kann man schon hochgehen auf so 145 Beats per Minute, BPM. Das klingt dann so. Moment. Na. Und 190 BPM wären dann das. Das ist ganz gut, wenn man auf der Flucht ist. Okay. Ein US-amerikanischer Datenwissenschaftler hat Spotify-Accounts analysiert. Er wollte verstehen, wann wurde die Musik eigentlich veröffentlicht, die Erwachsene gerade besonders viel hören. Und dabei kam raus, unsere Musikvorlieben, die stammen oft noch aus unseren Pubertätsjahren. Bei Frauen so ums 13. Lebensjahr, Männer eher beim 14. Lebensjahr. In psychologischen Studien zu unserem autobiografischen Gedächtnis hat sich gezeigt, dass sich gerade die Lebensspanne zwischen dem 10. und dem 30. Lebensjahr ganz besonders in unser Gedächtnis einbrennt. Forschende sprechen vom Erinnerungshügel, the Reminiscence Bump. Klingt auch ein bisschen wie eine Rockband, finde ich. Aber ja, die erste Liebe, der erste Freundeskreis, die ersten Partys, so treffen junge Personen auf starke Emotionen und starke Songs. Und so verbinden sich dann Musik und Emotionen. Wie kann man also Feel Good Music nutzen? Ist es sozusagen ein Heilmittel? Ja, Musik wird oft mit Emotionen abgespeichert und mit den Erinnerungen an die Erlebnisse, die diese Emotionen hervorgerufen haben. Das kann man sich auch zunutze machen, indem man sich so einen Musiktresor anlegt, indem man solche Stücke reintut, an die man besonders positive Erinnerungen hat. Und wenn es einem dann mal nicht so gut geht, kann man die Stücke anmachen und dann kriegt man sozusagen emotional ja, wieder so eine Stimmungsaufhellung ganz leicht hin. Unser Gehirn will von Natur aus fröhlich sein und glücklich sein und möchte keine negativen Gedanken. Von Natur aus ist unser Gehirn durchweg positiv. Ja. Das heißt, sobald wir es erleichtern von den negativen Gedanken und Emotionen, kann unser Gehirn auch seine eigenen Heilkräfte entfalten. Dann ist Feel Good Music tatsächlich ein Heilmittel. Ja, also zumindest in dem Fall, in dem man die Musik dazu benutzt, seine Stimmung aufzuhellen. Muss ich da eigentlich auf irgendwas achten? Also wichtig ist, die Musik nicht einfach nur im Hintergrund laufen zu lassen, sondern idealerweise beteiligt man sich auch irgendwie daran. Also zum Beispiel den Takt mitklopfen, im Takt der Musik aus- und einatmen, vielleicht sogar den Takt damit zählen und vielleicht mit der Musik mittanzen. Und wenn man das tut, dann ist eben die Aufmerksamkeit auf der Musik. Und das hilft, die negativen Emotionen zu reduzieren. Aber Musik ist sozusagen wie so eine Aufmerksamkeitskrake. Wenn Depressive mit negativen Gedankenschleifen auf diese Art und Weise Musik hören, dann sind die negativen Gedankenschleifen weg. Und sogar, wenn man zum Beispiel Schmerzen hat, kann man auf diese Weise besonders effektiv seine Schmerzen reduzieren. Also ich glaube dir ja einiges, aber ich habe keine Schmerzen mehr, wenn ich Musik höre. Das glaube ich dir nicht so ganz. Wie meinst du das? Also wir können die Schmerzen nicht komplett abschalten, aber wir können sie reduzieren und wir können ein kleines Experiment dazu durchführen. Ganz ähnlich wie ein Experiment, das wir tatsächlich vor ein paar Wochen erst publiziert haben. Mhm. Leg doch bitte mal deine Hand auf den Tisch. Okay. Das hier ist ein Stift, mit dem ich einen kleinen Hitzeschmerz auslösen kann. Mhm. Wollen wir es probieren? Ja, probier mal. So, Achtung. Mhm. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie viel würdest du sagen? Wie unangenehm war das jetzt? Das war gerade so ein Schmerz. Das war gar nicht, ja, ich weiß, das sticht ganz schön am Ende. Das ist schon so eine 7, würde ich sagen. Eine 7, okay. Mhm. Jetzt machen wir Musik an. Mhm. Wie wäre es mit dem hier? Daft Punk, One More Time? Nehme ich. Okay.
Wenn ich das Musikstück anmache, dann nimmst du bitte die andere Hand und klopfst den Takt mit. Mhm. Auf meinem, geht das hier? Genau, so? Damit klopfst du den Takt mit. Während du den Takt mitklopfst, atmest du aus und ein und zählst die Schläge beim Ausatmen und beim Einatmen. Um Gottes Willen. Okay? Erzählt habe. Das macht überhaupt gar nichts. Hast du denn gemerkt, dass ich den Schmerzstimulus verabreicht habe? Ja, ich habe ihn schon gemerkt, aber er war nicht mehr so bedeutend. Was willst du sagen? So eine 4 oder so. Ja, und das stimmt ungefähr überein mit den Ergebnissen, die wir auch in der Studie gefunden haben, wo tatsächlich die Schmerzempfindung deutlich geringer war, einfach nur dadurch, dass man den Takt mitgeklopft hat. Könnte ich denn unser Experiment, was wir gerade gelernt haben, nutzen, zum Beispiel um beim Zahnarzt doch mit den Schmerzen noch ein bisschen besser umzugehen? Musik kann uns dann helfen, uns zu beruhigen, nicht mehr so viele Sorgen zu haben, nicht mehr so zu schwitzen und so weiter. Ja? Und auch hier gilt das gleiche Rezept. Der Musik nicht einfach nur zuhören, sondern sich irgendwie an der Musik beteiligen. Mhm. Genau. Stefan, wir haben jetzt eine Emotion und eine Erinnerung bei mir verknüpft mit einem Hitzestick, Daft Punk und Gehirn und Musik. Vielen Dank. Also, dass ein Tag ohne Musik für mich kein guter Tag ist, das wusste ich natürlich schon. Aber wie Musik gemacht ist, um Emotionen in mir hervorzurufen und wie sie Emotionen hervorruft, dass sie heilende Kräfte hat, mir helfen kann, zum Beispiel aus dem Gedankenkarussell rauszukommen oder mich von Schmerzen ablenkt, das wusste ich alles noch nicht. Ich brauche jetzt auf jeden Fall ein bisschen schnellere Musik, irgendwas Kraftvolles. Ich bin nämlich noch zum Volleyball und ich hoffe, ihr gebt euch auch den richtigen Soundtrack zu eurer Stimmung auf die Ohren. Oh Gott, fast vergessen. Ich wollte euch ja noch sagen, wie ihr einen Ohrwurm wieder loswerden könnt. Wenn euch also mal wieder so ein richtiger Ohrengraus quält, dann ist die Frage nicht, wie werde ich ihn eigentlich los, sondern warum habe ich den eigentlich? Ein britischer Wissenschaftler postuliert, es liegt daran, dass man das Ende des Liedes einfach nicht kennt. Also kann es schon helfen, den ganzen Song nochmal durchzuhören. Ich hoffe, das hilft. Versucht's doch einfach mal. Nicht nur zum Hören, sondern auch zum Angucken sind diese beiden Videos hier. Lasst uns auf jeden Fall ein Abo da und wir sehen uns.